Hallo zur Ausgabe 51 von DeFi.jetzt, heute zum Thema Blockchain, Krypto und Mobilität. Und wir haben uns Harry Behrens eingeladen von Blocksmove, den ich schon länger aus meiner Stuttgart-Zeit kenne. Hallo Harry. Ja, hallo Thor. Und der Ralf ist auch mit dabei und der Mario hat heute andere Verpflichtungen. Hallo alle miteinander, herzlich willkommen. Ja, servus Ralf. So, legen wir gleich los mit der ersten Frage. Harry, was war so dein erster Computer, zu dem du Zugang hattest? Ja, ich bin eigentlich relativ spät zu der ganzen Sache gestoßen. Ich bin meine spätere Kindheit, also von 7 bis 18, bin ich in Ägypten aufgewachsen. Da gab es damals, als ich mein Abitur gemacht hatte, noch keine Computer. Ich habe dann aber Informatik gleich angefangen zu studieren. Und damit war mein erster Kontakt mit einem Computer so ein altes Lochkartenmonstrum, was in einem der großen Halbkellerräume der TU München rumstand. Und das war aber nicht unser Arbeitsgerät. Unser Arbeitsgerät waren dann physisch große, dicke Sun Workstations. Ah ja, da so eine Spike, Spike X oder Spike C. Es war ein Spark, aber es waren noch nicht Solaris, es war noch das alte BSD-basierte Sun OS. Also als ich angefangen habe, gab es das Solaris noch nicht. Das war noch das alte. Ich fand das alte eigentlich angenehmer. Aber das waren auf jeden Fall, die waren damals in den Unis eigentlich gang und gäbe. Und die hatten halt dann, weil das halt im Prinzip waren das große Server, de facto gearbeitet hat man auf den Orange auf Schwarz oder Grün auf Schwarz XT-Terminals. Wie ist denn dein Krypto-Werdegang, Harry? Kannst du dazu etwas sagen, bitte? Ja, also ich habe halt eine gewisse rebellische Ader. Also insofern, ich bin kein großer Freund von Befehlen und Ähnlichem. Das heißt, alles, was so im Bereich zwischen libertär, anarchistisch, krypto-anarchistisch so bewegt, kriegt auf jeden Fall mein primäres Interesse. Und als dann Blockchain kam, das kam ja echt wuchtig um die Ecke. Da kann ich noch nicht behaupten, dass ich mich mit Blockchain befasst hätte. Aber das hat mich auf jeden Fall mal wachgerüttelt. Und dann wusste ich, es gibt sowas wie Konsensus, okay. Ich glaube immer noch nicht, dass es eine Währung ist. Ich glaube eher, es ist ein Asset, so wie Gold eher. Aber darum geht es jetzt nicht. Aber das war auf jeden Fall mal befreiend. Und ich habe halt im Genesis, was mich damals echt intrigiert hatte, das war A, es ist reine Software. Also es ist Open Source. Es gehört allen und damit auch keinem. Es irgendwie entsteht hier gerade Wert. Und dieser Wert ist nicht bestreitbar einerseits, aber auf der anderen Seite ist er rein ephemer. Also in dem Moment, wo wir alle dran glauben, hat das Wert und das kann dann keiner bestreiten, wie viel ich davon halte. Aber in dem Moment, wo wir aufhören, daran zu glauben, da hilft dir kein Krypto, da ist halt wieder nichts wert. Also das macht so gewisses, metaphysisch ist das ganz interessant. Hat mich aber jetzt noch nicht dazu gebracht, als Informatiker, der ich eigentlich von der Seele her bin, jetzt mich wirklich damit zu identifizieren. Also Bitcoin zu programmieren, das ist Pain in the Neck. Also das bisschen Script-Stack-Sprache, was die da haben. Die haben so eine Script-Sprache, das taugt gerade mal für Colored Coins und Ähnliches und ein bisschen Anchoring, aber programmieren kannst du nicht. Aber in dem Moment, wo hier Mr. Vitalik Buterin mit seinem World Computer auf die Bühne kam, dann war ich halt gehuckt, weil dann ist alles zusammengefallen. Also it all came together, wie man auf Englisch sagen würde. Also alles zusammengekommen, nicht zusammengefallen. Und damit war die Welt offen. Das heißt, hier war ein radikal libertär krypto-anarchistischer Ansatz. This belongs to nobody, this belongs to all of us. Nicht im Grunde genommen bestreitbar, auch nicht wirklich stoppbar. Und what the fuck, ich kann das auch noch programmieren. Wie geil ist das? Gut, und das war ungefähr im Jahr, sagen wir mal Ende 2014, Anfang 2015, habe ich es halt echt angefangen ernst zu nehmen. Gut, das war auch ungefähr die Zeit, als ich da eingestiegen bin. Da war ich ein bisschen beeinflusst durch den Ethereum mit, Mitstreiter. Das ist der Christoph Jentsch. Dann hinterher. Ja. Mr. Schlockett, ja. Ja, ich hatte mit ihm eine Fahrgemeinschaft, habe damals ein Startup gegründet und da wollte ich ihn einstellen.
Aber er hat sich dann für die Ethereum Foundation zum Glück entschieden und ja, später hat er mich eingestellt. Ja. Man sieht sich immer zweimal. Genau. Und okay. Harry, du hast noch ein bisschen was unterschlagen. Du warst ja auch in China ziemlich lang. Hattest du da auch was mit Krypto zu tun? Ja, das war danach. Also ich bin nach China 2015 gegangen. Das war zum ersten Mal in meinem Leben bei einem Corporate. Ich habe mein ganzes Leben lang in Startups gearbeitet vorher. Das war das erste Mal, wo ich in ein Corporate eingetreten bin. Daimler, also inzwischen heißt die Firma Mercedes Mobility. Damals hieß sie Daimler Financial Services. Als ich dann in Deutschland die Blockchain Factory für die aufgebaut und geleitet habe, hießen sie Daimler Mobility. Aber das ist auf jeden Fall der Servicearm, der Finanzierungsarm der Daimler Gruppe. Und dort bin ich erstmal ganz normal als Corporate IT-Fuzzi eingestiegen. Meine Frau hat ein schönes Angebot gekriegt. Ich liebe Asien, gerade also das nordöstliche Asien. Ich habe meinen Doktor in Japan gemacht, habe da 10 Jahre gelebt. Meine Frau ist Taiwanesin. Und insofern liebe ich diese Ecke Korea, China, Japan, Taiwan. Da fühle ich mich sehr zu Hause. Und deswegen war ich glücklich, als ich das Angebot angenommen habe, habe alle jeden Job genommen. Bin dann bei Daimler Financial Services eingestiegen und wurde dann, nachdem ich die Kernsysteme, also ihre Leasing- und Finanzierungssysteme als System-Owner, wie man das dort nennt, eine Zeit lang geowned habe, haben die dort die Mobilitäts-Department hochgezogen und auch Digital Finance. Und dann war ich der Softwareleiter dafür. Und zu dem Zeitpunkt habe ich halt angefangen, das in Daimler intern zu pitchen. So, liebe Leute, wenn ihr euch mal euer Geschäft anguckt, ihr seid ein Finanzierer in einem Markt, in einem Umfeld, der, wenn man es genau analysiert und diese Analysen aus einem ganz anderen Interpretationshintergrund, hatte ja Daimler intern, das wird immer fragmentierter. Das geht immer mehr von ich kaufe das Ding über ich lease es bis zu Pay-per-Use. Es geht immer mehr von mein Vater noch, Mobilität heißt schlichtweg Auto, vielleicht gerade mal noch Zug, bis zu jetzt, ich habe keine Ahnung, multimodal, ich habe 10 verschiedene Anbieter mit 5 verschiedenen Arten, Modi, Modusse von Mobilität in einer Stadt. Ich konsumiere das jetzt nur noch per Transaktion. In jeder Stadt habe ich 10 verschiedene Firmen. Ich bewege mich in 10, 20, 50 Städten. Aber das Ganze wird immer fragmentierter. Und wenn man sich das anguckt und das Wort fragmentiert einmal versteht und das Wort dezentral einmal versteht, so kann man sagen, das eine und das andere, die sind sehr eng miteinander verwandt. Und wenn diese Aussage stimmt oder wenn man diese Aussage akzeptiert, dann kann man auch sagen, ja gut, wenn das so ist, dann ist doch vielleicht die Idee, dezentrale Technologien dafür einzusetzen, dass man in dezentralen Umfelden, wo man mit ganz vielen Firmen, mit denen man keine tiefere Beziehung hat, mit denen man nicht integriert ist, mit denen man nicht die gemeinsame Kassenführung betreibt, mit denen man aber on the fly Business, Pay-per-Use betreiben will, dann ist doch vielleicht so eine dezentrale Art, die Dinge anzugehen, perfekt. Und dezentral, da gibt es doch dieses kleine Blockchain-Ding. Und das ist jetzt nicht mehr nur Bitcoin, das ist jetzt ein programmierbares Ding. Da kannst du Transaktionslogik, kommerzielle Geschäftslogik mit reinprogrammieren in diese sogenannten Smart Contracts, Software und Ledger. Und damit ist die Welt halt your oyster. Damit kannst du dann alles machen. Und jeder weiß zu jedem Zeitpunkt, das, was da drin steht, das stimmt schon. And you can take that to the bank. Gut, und das hat dann erstaunlicherweise, hat das relativ schnell eingeschlagen. Dann hat das Board of Management, also die Geschäftsführung von Daimler Financial Services, die haben das dann akzeptiert und haben dann gesagt, okay, Behrens, zeig mal, was du kannst. Komm jetzt von China, komm ins Headquarter, komm in die Zentrale, bau hier unseren Bereich, unsere Abteilung auf und wende deine wunderbare Technologie her, die wir zwar nicht verstehen, aber irgendwie hast du uns das so verkauft, da muss was dran sein. Jetzt mach mal, zeig mal. Gut, und damit war dann über China, in China nur sehr begrenzt, über China und über Daimler als Anwendungsfall, als Markt, Mobilität, Finanzierung. Da kam dann das eine zum anderen. Und als ich dann zurück in Deutschland war, das war 2018, dann war ich dann ganz tatsächlich, ganz offiziell in Daimler Mobility, war ich dann der Mr. Blockchain. Und so seitdem betreibe ich es halt vollberuflich. Und wenn du in China warst, hast du dort auch besondere Beziehungen zum Blockchain-Service-Netzwerk, also was ja in China jetzt entlang der Seitenstraße aufgebaut wird. Kennst du das?
Ich kenne das, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich die Leute dahinter kenne. Ich kenne eine der Gruppen, die daran beteiligt sind. Das ist Blockchain Service Netz, das ist ja nicht eine Firma. Das sind verschiedene Gruppen, die letztendlich den Segen der Regierung haben und die das dann mehr oder weniger, hier würde man sagen konsortial, die das dann mehr oder weniger konsortial betreiben. Und ich habe die ganze, also ich habe dort schon, also die ICO-Welt, da war ich ja in China, die habe ich in China erlebt. Ich muss allerdings gleich dazu sagen, ich bin Bauer, Architekt, Macher. Ich bin kein Investor. Das heißt, ich habe nie aktiv irgendwie Investment, so Daytrading-Style-Investment habe ich nie gemacht. Das heißt, die ICO-Blase, die ist komplett an mir vorbeigelaufen. Ich habe weder profitiert, noch habe ich verloren. Ich habe damals nur zum Verdeutlichen, ich habe natürlich mich mit Bitcoin befasst, habe mir dann also damals die vollen Knoten noch runtergeladen auf meinem PC. Das hat dann irgendwie 4 Tage gedauert, bis das Ding synchronisiert war. Habe dann rumgemacht, bis ich es verstanden hatte und habe die Bitcoins dann, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren, ich glaube, es müssen 20 gewesen sein, die habe ich dann, nachdem ich sie für 8 € gekauft hatte, habe ich sie dann für 10 € verkauft. Das zeigt halt, dass ich für sowas nicht gepolt bin. Aber in der Zeit habe ich halt mitbekommen, weil in China diese ganze ICO-Welt, die ist ja riesig hochgegangen und dann hat die Regierung ratzfatz, aber komplett zugemacht. Es gibt kein Crypto-Trading mehr in China. Und China ist dann aber, und das ist ein sehr wichtiges Datum in der Welt der industriellen Blockchain, der 24.10.2019 oder 2020. Da hat der Obermann von China, Xi Jinping, offiziell verkündet, dass Blockchain eine der Kerntechnologien ist, um China auf die nächste Ebene des Wohlstandes zu heben. Und das war, wie mir das jemand gesagt hat, 3 Wochen später wussten 1,4 Milliarden Leute, was Blockchain ist. Und das ist mehr oder weniger so. Da hat es dann Wumms gemacht. Das kann ich bestätigen. Ich habe ein 350-seitiges Buch mir besorgt von meinem chinesischen ehemaligen Masterstudenten aus China, was von der KP China für die Parteilehrkräfte an der Parteischule gelehrt wird. Da geht es hardcore, 350 Seiten, oberstes Lehrbuch, nur über Blockchain. Ja, die haben das voll identifiziert und die machen auch Sachen, da können wir nur von träumen. Sie machen es halt auf ihre Art und da muss man auch Respekt vor haben. Ich möchte bitte vermeiden, in technischen Diskussionen ethische und politische und weltpolitische und keine Ahnung was, da sollte man wirklich davon trennen, was man über die Leute persönlich und politisch denkt. Und man sollte einfach gucken, was die leisten. Und die leisten so dermaßen viel, so dermaßen schnell, so auf dermaßen hohem Niveau. Darüber kann man sich nur eine ansatzweise Vorstellung machen, wenn man dort mal eine Zeit lang war. Sonst glaubst du es nicht. Also ich kann das bestätigen, vor allen Dingen, es ist ja dann aber auch noch eine Masse von 1,4 Milliarden an Informatikern in Ausbildung oder da, sodass da auch genug Spitzenleute durch die massenhaft vorhandenen Leute und durch den hohen Auswahldruck sind, dass da in kürzester Zeit extrem gute Ergebnisse entstehen. Das kann ich bestätigen. Okay, deine Definition von DeFi. Du bist ja im Podcast. Jetzt, was verstehst du dort? Ja gut, der Name drückt es ja eigentlich aus. Es ist Finanzsoftware, die dezentral, also finanzielle Services und Dienstleistungen anbietet, mit der wunderschönen Eigenschaft, es gibt keine Firmen, es gibt keine Verträge, es gibt Software und Software agiert auf Basis von Tokens. Sobald man diese Tokens als werthaltig akzeptiert, also sagt, dieser Token hat jetzt wirklich Wert, wenn ich ihn in meiner Wallet habe, kann man ihn dann als Finanzinstrument ansehen. Und dann ist es the next level of Commerce and Finance. Es ist halt die vollständige inhaltliche Digitalisierung des Kommerzes und wahrscheinlich auch des Asset Managements auf der Welt ohne und vor allem unter Unterlaufen aller staatlichen Regulierungen und Kontrolle, zumindest in seiner puren Form. In seiner puren Form ist DeFi anarchistische Finanzdienste auf höchstem Niveau der Sicherheit und des Komforts im Sinne nicht der Benutzerführung, also da ist der Komfort unter aller Kanone noch, das muss noch verbessert werden, aber Komfort im Sinne von, ich kann ruhig schlafen, weil DeFi ist Finanz, das auf dem Konzept Besitz
und nicht auf dem Konzept Eigentum beruht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Das merkst du spätestens dann, wenn die Bank dir dein Geld einfriert. Denn du hast geglaubt, das gehört dir, aber dann sagt irgendjemand, das ist das Eigentum von jemand anders und dann gehört es nicht mehr dir. Aber dezentrale Finance, not your wallet, not your keys, das basiert auf, das ist in meiner Wallet oder es ist nicht in meiner Wallet. Das heißt, es ist faktisch wahr, es macht mich finanziell frei, wenn ich diese Dienste benutzen kann. Es bietet mir logisch und funktional, ich würde sagen, inzwischen sind wir so bei 90% von dem, was Wall Street kann, aber die Kurve ist so schnell, in 2 Jahren wird Wall Street funktional überholt sein und dann wird der Abstand nur noch wachsen. Es ist die neue Finanz und vorläufig noch, und ich glaube leider, das wird nicht lange halten, vorläufig noch frei. Das ist für mich DeFi. Und DeFi ist für mich ein Template, denn ich behaupte einfach mal ganz dreist, wir bauen gerade DeMo, nämlich Decentralized Mobility, nach dem gleichen Prinzipien. Wir bauen Protokolle und Systeme und Smart Contracts und Token auf, mit denen du dir deine eigenen Dienstleistungen anbieten kannst und dafür sorgen kannst, dass du dafür bezahlt wirst, wenn du Ticket verkauft hast und die dann eingelöst werden. Und auch dort in seiner wahren Variante, wenn man es wirklich dezentral betreibt, treten wir dann auch nicht mehr als Firma auf, sondern das ist dann das BLXM-Protokoll. Du integrierst das in deine Abläufe, bezahlst halt mit den entsprechenden Token, machst die entsprechenden Smart Contracts. Wir kümmern uns um die Verifikationen und um die entsprechenden Freezen, Bridgen, Transferieren der Token zum richtigen Zeitpunkt. Und du kriegst das als Protokoll, so wie du TCP/IP als Protokoll aus dem Kabel rausziehst. So kriegst du DeFi aus dem Kabel und so kriegst du Decentralized Mobility aus dem Kabel. Und du musst mit mir keinen Vertrag dafür machen. Das ist Decentralized whatsoever. Und mit DeFi hat es halt angefangen. Okay. Du hast dir jetzt das Wort Token schon mal in den Mund genommen. Bitcoin hast du vorhin auch erwähnt. Welche Kryptoassets findest du gut und warum, Harry? Ja, gut. Also hierzu muss ich natürlich sagen, ich bin ja kein Investor. Ich gehe fundamental, ich gehe als Ingenieur an die Sache ran. Das heißt, Ethereum natürlich, weil es halt einfach die Grundwährung im Grunde genommen für mich ist. Für mich ist Bitcoin, es ist hochinteressant, es ist das Gold, in das am Ende dann alles, der Anker, der Goldanker vielleicht, aber in meiner Welt, Blockchain als Anwendungssystem, ist Ethereum der Anker. Also insofern Ethereum. Dann Polkadot, weil es fundamental, Polkadot und Cosmos, weil das gegebenenfalls die Ebene darüber darstellen könnte. Also da weiß man nicht, wie und wann, aber das ist dann Blockchain of Blockchains, weil egal, wie groß eine Blockchain ist, es wird nicht Lord of the Rings, one chain to rule them all werden. Das heißt, es wird naturgemäß verschiedene Chains geben und die sind so voneinander isoliert wie ein See von dem anderen. Das heißt, das wird so sein. Und wenn man das, wenn man zwischen auf dieser Welt noch irgendwie kommunizieren möchte zwischen dem einen und dem anderen, dann braucht man halt irgendwas von Omnichain oder Interchain und Cosmos und Polkadot im weitesten Sinne versuchen, das anzugehen. Dann rein, weil die Jungs halt Ahnung haben, das ist jetzt nicht gerade decentralized, das ist halt Silicon Valley Blockchain, Solana. Die haben halt schon Ahnung von der Sache. Das ist halt ein ganz anderer Menschenschlag. Das ist halt Money. Das ist Andreessen Horowitz. Und last but not least, weil ich den Ansatz sehr gut finde, den die betreiben, nicht last but not least, Celo, wegen ihrem Ansatz, dass sie ist auch ein Andreessen Horowitz Butze, eine sehr Blockchain, aber die wollen ganz konkret auf Basis des Mobilfunkendgerätes und Validierung der SIM-Karte, wollen sie das Mobilfunkendgerät und die Wallet auf dem Mobilfunkendgerät in die Emerging Markets, in die Entwicklungsländer dieser Welt bringen, um die Underbanked und die Underserved dieser Welt in die Möglichkeit zu versetzen, teilzuhaben an der digitalen Befreiung, die Krypto mit sich bringt. Und dann zu allerletzt, und damit höre ich jetzt auch auf, natürlich, das liegt aber auch an unserem Geschäftsmodell, die Energy Web Foundation, nicht unbedingt als Token. Also wenn ich Investor wäre, ob ich jetzt in Energy Web Token investieren würde, würde ich machen, wenn ich sehr langfristig denke. Aber weil die Energy Web Foundation, und man darf nicht vergessen, dahinter steht Singularity Grid. Und wer sich mal
das Board von Singularity Grid angeguckt hat. Das ist, glaube ich, die größte Zusammenballung an menschlicher Intelligenz auf diesem Planeten. Der Einzige, der da noch fehlen würde am Intelligenzvektor, ist Elon Musk. Aber ansonsten sind das die großen Köpfe dieser Zeit im Grid, Singularity Grid. Und das ist jetzt letztendlich die Mutterorganisation der Energy Web Foundation. Und insofern an die glaube ich auch. Wir sind übrigens auch Mitglied. Also wir betreiben unseren eigenen Validator-Node. Das sind keine Investment-Tokens für mich. Das sind Tokens, an die ich glaube, weil ich an das Protokoll glaube. Aber die Energy Web Foundation, also bei der Firma, wo ich vorher war, Blockchains, ist auch Mitglied, machen die Validatoren. Wir haben sogar den Anfangsservice mitentwickelt als Locket. Und ich glaube da auch dran, dass die haben ja auch eine dezentrale Exchange eigentlich gebaut, ne? Und so bekannt, aber das wird was werden. Okay, Harry, du bekommst von mir 1.000 Euro oder von uns. In was würdest du sie umtauschen? In was würde ich sie umtauschen? Ja, ich würde wahrscheinlich ganz konservativ tatsächlich erstmal in USDC gehen. Dann habe ich sie erstmal auf der Kryptowelt. Dann und dann würde ich wahrscheinlich, solange ich nicht weiß, was ich damit machen muss, würde ich mir das richtige Staking-Programm suchen. Solange ich nicht weiß, was ich damit machen soll, würde mir meine 10% pro Jahr holen. Und dann würde ich mir die Kurven angucken. Also wenn die 4-5 Token, mit denen ich gerade geredet habe, wenn die für mich so tief fallen, dass ich für mich sicher bin, dass sie wieder steigen, dann würde ich sie benutzen, um da reinzugehen. Also zum Beispiel wäre das jetzt vor, sagen wir mal, 8 Wochen gewesen, dann hätte ich es wahrscheinlich in Ethereum und Polkadot gesteckt. Aber ich würde es auf jeden Fall erstmal in Krypto wandeln und solange ich mich nicht entschieden habe, einfach USDC, keep it simple. Kommen wir mal zu Bloxmove, deiner Firma, sage ich jetzt mal. Wie kam es zu Bloxmove? Kannst du das nochmal kurz erläutern, bitte? Ja, ist eigentlich, ich hatte ja vorher die China, dann Daimler Vorstand, wir machen jetzt was, wo wir das anwenden, erzählt. Das hat 2018 angefangen. Und dann haben wir dieses Team aufgebaut, die Daimler Mobility Blockchain Factory. Und mit dem Begriff Factory haben wir ganz bewusst signalisiert, wir sind jetzt nicht irgendwie so ein Corporate Rumprobierverein mit einem Proof of Concept und einer PowerPoint-Präsentation vor dem Vorstand beklatscht werden zur nächsten Beförderung und weiter, sondern wir nehmen es ernst, wir wollen das bauen, wir wollen das implementieren und dann wollen wir es bitte auch in Betrieb nehmen. Und das war ganz klar das Programm. Ja gut, und dann hatten wir über 3 Jahre, das sind circa zu dem Zeitpunkt 7, 8 Mann-Jahre in die Software geflossen. Da haben wir mit Partnern wie Ontology, Riddle & Code, Evan Network, den beiden Thomasen, Helix, den Oliver, den werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, Oliver Nägele, 51 Nodes und ähnlichen Leuten zusammengearbeitet und haben da während der Zeit halt das, was damals noch die Daimler Mobility Blockchain Plattform hieß, gebaut. Und der Name ist zwar nicht sexy, aber er erklärt, was es ist. Gott, und dann kam die Zeit, wir sind noch production ready und jetzt muss es in den Markt gebracht werden. Das heißt, jetzt nimmt man gefälligst Geld in die Hand, haut auf den Putz, macht Tamtam und zieht das hoch. Und das ist genau die Phase, wo Daimler gerade eine sehr starke Kurswende in ihrer Corporate-Strategie gemacht hat. Und zwar zurück to the basics. Fokus, Fokus, Fokus. So hieß das Projekt auch übrigens. Fokus, Fokus, Fokus. Man hat erstmal das Konsortium zerschlagen. Also man hat Daimler Truck mit Trucks und Vans getrennt von, mit Trucks und Buses getrennt von Passenger Cars, also Privatwagen, und Vans, also Mercedes ist jetzt nur noch letztendlich Personenfahrzeuge und Daimler Truck macht die größeren Sachen, hat damit einen riesigen Wert freigeschaltet auf der Börse. Also finanziell war das ein sehr erfolgreiche Strategie. Aber das hat natürlich auch bedeutet, dass man Kerngeschäft macht und nur das. Und Kerngeschäft ist Premium, Elektro, Premium. Gut, und da ist natürlich Verzettelung mit sowas wie einer Blockchain-Plattform bei allem Interesse nicht wirklich im Programm. Es war klar daher, dass Daimler das nicht weiter betreiben würde. Gut, und dann haben wir, die 3 Founder, haben dann die Hand gehoben und gesagt, liebe Leute, jetzt habt ihr hier eine ganze Menge Geld bereits reingesteckt. Das Ding ist richtig im Markt bekannt und es ist auch production ready, aber und es braucht Geld, damit man es jetzt skaliert. Liebe Leute, gibt's doch einfach mir. Ich nehme das jetzt. Ich kümmere mich darum, dass ich das Geld besorge. Ich gebe euch sogar noch Geld dafür. Ich kaufe euch das ab.
Und dann arbeiten wir auch noch zusammen. Das heißt, in Zukunft, wenn ihr dann doch mal in eurem Kerngeschäft Blockchain braucht und so weiter, dann biete ich auch noch meine Dienste zu Dumpingpreisen an. Das heißt, ich kann euch noch helfen. Und übrigens, ihr könnt auch noch an der Weiterentwicklung der Plattform, was die Software betrifft, partizipiert ihr auch noch eine ganze Weile lang, wenn ihr den Quellcode haben wollt. Gut. Und das ist ja eine Win-Win-Situation, weil die Alternative ist, ich schreibe es jetzt ab, puff, zack, und dann habe ich null. Und so hat Daimler erstmal Cash gesehen, einen gewissen Betrag, hat eine schöne Story, hat uns freigelassen. Wir sind ja auch mit einer Frau als CEO schön präsentabel hier rausgegangen, sind mit einem wunderschönen Press-Release richtig mit Tusch und Fanfare von Daimler verabschiedet worden und sind dann auch gleich bei Outlier Venture in den Accelerator reingegangen und wupp, zack, sind dann halt auf Vollkrypto gegangen. Auch das zum Beispiel hätten wir innerhalb eines Konzerns wie Daimler nicht an denjenigen, die über Compliance, Risiko, Markenrisiko und ähnlich entscheiden, hätten wir alles nicht gekonnt. Ganz zu schweigen von der Art und Weise, wie wir uns dann sehr schnell finanzieren konnten. Das war halt alles nicht in Daimler möglich. Und das hat der Daimler-Vorstand eingesehen und haben das unterstützt und haben gesagt, ja gut, wir wünschen euch alles Gute. Mach, wir drücken euch die Daumen. Also geile Story eigentlich. Glaubt man so gar nicht, weil es ist eine relativ einzigartige Story. Ich glaube nicht, dass das schon mal so passiert ist in irgendeinem der großen Unternehmen, weil es gibt zwar Spin-offs, aber die Spin-offs gehören alle zu 80, zu 90, zu 70%, gehören die dann dem jeweiligen Konzern und das war es auch schon. Aber wir sind unabhängig. Also Daimler hält 0% von uns. Und das ist relativ einzigartig. Und also was Harry, ich kann dich beruhigen, ich kenne dich ja schon länger, ich glaube dir. Ja, ich erzähle keinen Quatsch. Ich mache Fehler, aber lügen tue ich nicht. Ich weiß. Nächste Frage, Harry, aber kannst du noch mal kurz erklären, was ist das Langfristziel von Bloxmove beziehungsweise auch BloxPower und welchen Geschäftszweck oder Gewinnerzielungsabsicht also verfolgt ihr? Genau, vom Ende her gerechnet, transaktionsbasiert, puff, zack, das erklärt's. Also zu gut Deutsch, wir bauen ein Protokoll. In seiner pursten Form ist es ein Protokoll. Das ist im Geschäftsbetrieb, in einem Geschäftsumfeld wie Europa nicht durchziehbar. Du brauchst halt Firmen, du brauchst eine Corporation und so weiter und so fort. Aber eigentlich in seiner pursten Form auf technischer Ebene bauen wir ein Protokoll, das für dich alles, was du brauchst, um eine Transaktion abzuwickeln, ich komme noch gleich darauf zurück, was ich damit meine, Ende zu Ende, vollautomatisch, voll abgesichert, bis in deine Bücher hinein, abwickelt. Und jedes Mal, wenn sowas durchgeführt wird, kriegen wir einen kleinen Prozentsatz dessen, was hier an Transaktionen gerade durchgeführt wurde. So, das ist der Geschäftszweck. Das heißt, möglichst viele Transaktionen ist das Geschäftsziel. Und daher ist unser Ziel, dass dieses System von möglichst vielen Firmen, die Dienstleistungen rundum, und jetzt komme ich zum Namen der Firma, die Plattform heißt ja Bloxmove, und der Name der Firma, auf den würde ich gerne ein bisschen eingehen, weil der ist wichtig als Programm. Der Name der Firma ist Power and Mobility. Und diese Wortwahl, die kommt aus einem wunderschönen, fast Manifest von der Elia-Gruppe, in der die Elia-Gruppe die Zukunft beschreibt und der Energiewende und wie Europa, damit beschreiben Sie es, das trifft, glaube ich, auf die ganze Welt zu. Wenn man sich überlegt, wie Europa hundertprozentig Net Zero, nennen wir das, Net Zero Carbon Neutral werden kann, so und da so ist dann der Satz, ich paraphrieren jetzt ein bisschen, so gibt es zwei Industriesektoren auf der Welt, die das bewerkstelligen können, die den größten Hebel dafür haben. Diese beiden Sektoren sind Power and Mobility. Und aus diesem Absatz, der von dem Elia-Manifest kommt, haben wir uns den Firmennamen genommen. Und das ist das Programm. Und das erklärt auch, warum wir einerseits über Mobilität, aber andererseits über Energy Web und so weiter reden und warum wir mit einer Firma wie 50 Hertz, das ist der Netzwerkbetreiber in den neuen Bundesländern und Hamburg, also Nordostdeutschland, die ist eine Tochterfirma der Elia-Gruppe, warum wir mit denen und der Energy Web bereits seit 2-3 Jahren zusammenarbeiten, nämlich weil wir glauben, dass Mobilität ist erstmal multimodale, urbane Mobilität. Zu gut Deutsch, der Nutzer hat ein Ticket, sei es Credentials,
Science Token. Die kriegt er einmal ausgestellt über einen Kanal. Und dann, genauso wie bei deiner SIM-Karte auch, wenn du ins Roaming gehst, dann geht er zu irgendeinem der Betreiber auf so einer Plattform, präsentiert sein Credential, so wie wenn du jetzt aus Costa Rica zurück nach Deutschland kommst, lieber Tor, dann hast du dein Handy und machst es wieder an, wenn du am Flughafen Frankfurt zum Beispiel landest, dann werden deine Credentials, die in deiner SIM-Karte sind, die werden kurz verifiziert, dann weiß man, welche Firma dir welches Ticket, welche Rechte am Mobilfunknetz, auf welchem Service-Level zur Verfügung gestellt hat. Und dann kann irgendeiner der vier Anbieter in Deutschland dir den Dienst erbringen und du fliegst zurück nach Costa Rica. Ich weiß jetzt nicht, wer in Costa Rica den Mobilfunk macht, aber Costa Rica Mobile macht genau das Umgekehrte. Und jetzt kommt der Clou. Die wissen also, wie du legitimiert wurdest, bieten dir Mobilfunk an. Du bezahlst aber nicht Costa Rica Mobile, sondern auf Basis dieser Credentials und der sicheren Verifikation derselbigen und auf Basis einer ganzen Menge Signalisierung, auf Basis von SS7 und keine Ahnung was HSS, basierten Datenbanken, passiert dann am Ende, dass Deutsche Telekom, sagen wir mal, du bist bei T-Mobile, einen sogenannten Call Detail Record, so ein Billing Record, bekommt, mit Referenz auf deine verifizierten Credentials und, hey, du liebe Deutsche Telekom, da war einer, dem habt ihr das Recht verkauft, wir haben verifiziert, dass ihr das wart, dass ihr ihm das Recht verkauft habt. Wir haben auch verifiziert, dass der tatsächlich die SIM-Karte, mit der ihr ihm das Recht verkauft habt, genau die und keine andere in seinem Handy hatte. Und jetzt wollen wir das Geld von euch. B2B. Gut, und dann schiebt Deutsche Telekom das Geld rüber und gut war. Gut, und diese Art von Roaming und diese Art von Dienstleistung, die werden in der Mobilität immer, ich hatte fragmentiert gesagt, du kannst dann also mit einmal ausweisen, einmal onboarden, präsentierst du deine Credentials, sie werden verifiziert, puff, zapp, geht der Scooter auf, du benutzt den Scooter, du gibst ihn zurück und wer immer dir auch diese Credentials ursprünglich verkauft hat, der bezahlt dann den Scooter. Und weil Mobilität natürlich elektrisch wird, der Scooter ist ja eh schon elektrisch, die Autos werden jetzt eh auch immer elektrischer, so kannst du, Power and Mobility, das eine von dem anderen nicht mehr trennen. Zu gut Deutsch, Charging und Mobilität werden in der Zukunft in einer App angeboten werden. Denn natürlich, wenn ich Mobility-Budget-Apps oder so etwas zu Ende denke, wo ich einem Menschen Bahn, öffentlicher Nahverkehr, Scooter, Fahrrad, Taxi, Leasing etc. perspektivisch über ein Credential in einer App anbieten möchte, so muss ich ihm natürlich, wenn das Auto elektrisch ist, das ich ihm zur Verfügung stelle, natürlich auch über dieselbe App, die dann üblicherweise so kartenbasiert ist, muss ich ihm natürlich auch sagen, wo die Ladestationen sind. Und dann sind wir bei der Energy Web Foundation und dem Open Charging Network, ein dezentral aufgebautes Charging Network auf Basis des sogenannten OCPI-Protokolls, so dass ich dann an diese Ladestation dran fahre und präsentiere wieder, tschick, tschick, Barcode, man möge Barcode denken, präsentiere wieder meine Credentials und bekomme dann meinen Strom in mein Fahrzeug. Und in diese Transaktionen, die da stellen wir das Transaktionsnetz zur Verfügung. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, möglichst vielen Firmen, die Dienstleistungen in diesen zwei Sektoren anbieten, zu überzeugen, dass wenn sie miteinander interagieren, ein dezentrales Netz bei weitem das effizienteste ist, mit den geringsten Integrationsschmerzen und dass wir für dieses Segment und für diesen Markt nicht nur die Besten, sondern de facto die Einzigen sind, die das leisten. Gut, und darauf basiert unsere Geschäftsstrategie und die Vision, sie basiert also darauf, ein Ökosystem hochzuziehen, über Netzwerkeffekte zu skalieren. Und hier ist ganz wichtig, stellt hierbei aber, wir sind fundamental dezentral. Das heißt, ja, wir aggregieren, aber wir aggregieren auf der Supply-Seite, nicht auf der Demand-Seite. So wie das eine Allianz oder eine, in Deutschland würde man das über Einkaufsgemeinschaften oder Genossenschaften machen. Was das bedeutet ist, jeder kann die gesammelten Dienste aller seinem Kunden anbieten. Also für den Kunden verhält es sich, als wäre es eine Aggregation. Aber keiner der einzelnen Provider verliert seine Kundenbindung. Und das ist quintessentiell wichtig. Denn man überlege sich, Uber oder Bolt, diese beiden Giganten oder Lyft, die vom User-Komfort her und MyTaxi sowas Ähnliches leisten. Du kannst dann über diese eine App, kriegst du überall
mehr oder weniger auf der Welt dein Auto. Du kriegst immer mehr auch Scooter und andere Dienste. Aber was ist der Preis dafür? Der Preis dafür ist die Vermaschinisierung, das Schlucken der jeweiligen Service Provider, die komplett degradiert werden zu Rädern in der Maschinerie, weil man ihnen die Kundenbindung abnimmt. Und dadurch, dass man ihnen die Kundenbindung abnimmt und dieser große Aggregator in der Mitte die gesamte Kundenbindung hat, nicht nur ist er der Einzige, der dann den Mehrwert der Datenmonetarisierung und der Effizienz gewinnt, nein, er ist auch der Einzige, der den Kunden hat. Das heißt, er hat die Macht, er hat die Marktmacht, und mit der Marktmacht hat er die Verhandlungsmacht, und mit der Verhandlungsmacht kann er die Preise setzen, wie er gerade drollig ist. Jetzt redest du mit einem Uber-Fahrer, 20% vom Umsatz, liebe Leute. Ich kann euch eins sagen, es gibt kein legales Geschäft in Westeuropa, der 20% Marge macht. Illegale Geschäfte gibt es eine ganze Menge, aber legale Geschäfte mit 20% Marge gibt es einfach nicht mehr. Und hier kommt ein Aggregator, und die sind alle in der Größenordnung, zum Teil 30%. 20-30% deines Umsatzes, weil er dir den Kunden geklaut hat und du bist austauschbar. Er hat 10.000 Operator bei sich auf der Plattform, aber du bist sein einziger Vertriebskanal. Und wenn du das dezentral aufbaust, dann, weil diese Credentials sind ja interoperabel, das heißt, jeder kann diese interoperablen Credentials über seine App, über seinen Vertriebskanal verkaufen, behält die Kundenbindung, kann aber trotzdem seinen Kunden die gesamten Dienste, die auf dieser Plattform gesammelt vorhanden sind, anbieten. Das heißt, du skalierst genauso schön wie die Plattformen, die in den 2010ern und 2000ern so groß geworden sind, hast aber den großen Vorteil, dass du die Marktmacht und den Gewinn und den Mehrwert, das Wort ist euch ein Begriff, und den Mehrwert lässt du in den Händen derjenigen, die ihn eigentlich auch erwirtschaften. Und dadurch, dass das ein netzwerkbasiertes System ist, also skaliert, sind wir mit unseren kleinen Prozentchen, die weit unter dem sind, was irgendwo jetzt von irgendwas Vergleichbarem in Rechnung gestellt wird, geht es uns trotzdem gut dabei. Und das ist mehr oder weniger das Geschäftsmodell, die Strategie und die Vision, auf der wir die ganze Plattform hochziehen. Sorry, das war jetzt ein bisschen länger, aber das muss man ein bisschen im Kontext sehen. Das ist nicht mehr nur Technik, das ist auch ein bisschen Philosophie. Wie soll man sagen? Ja, Philosophie, Gesellschaftsanalyse, ja. Man kann das eine nicht ganz von dem anderen trennen. Gerade wenn man eh schon als Kryptoanarchist in diese Technologie reingekommen ist, man kann das eine nicht ganz von dem anderen trennen. Mhm. Kannst du noch ein bisschen was zur Abgrenzung von Blocksmove und Blockspower sagen? Ich denke mal, dass die Protokolle, die ja für die beiden, sagen wir, momentan als Teilbereiche definierten Bereiche, Das ist untenrum ist das dasselbe. Ja. Das ist einfach zur Positionierung. Also genau, wenn wir jetzt spezifisch mit Charging-Produkten arbeiten, wir arbeiten da mit einem Stromerzeuger in Norddeutschland, wir arbeiten mit dem Fraunhofer IAO für die Charging-CPOs und dem Energy Web und 50 Hertz, dann positioniert sich halt einfacher als Blocks Power. Der heißt ja eh schon Power and Mobility. Und wenn wir halt mit irgendwie Tier oder Flixbus reden, dann positioniert sich halt einfacher als Blocks Move. Es ist dasselbe, es ist dieselbe Technik. Es ist halt lediglich ein anderes Hemd und eine leicht andere Positionierung. Okay, du hast ja jetzt auch schon was zu deinen euren Partnern, beziehungsweise wo ihr beteiligt seid, gesagt. Eure Lösung, sagst du ja auch, ist auf Blockchain oder basiert auf Blockchain. Hätte überhaupt eine andere IT-Technologie das, was ihr abbilden wollt, abbilden können, oder muss es zwingend Blockchain sein? Ja, erstmal eins, wir sind nicht rein Blockchain, und du kennst uns ja auch über die Event-Schiene, deswegen weißt du ja auch, ein ganz großer Teil dessen wir machen. Wir haben zwei Protokollebenen. Die eine ist für die Buchführung, also den Papierkram in der alten Welt zuständig. Also einfach, dass alles perfekt gebucht wird und passieren keine Fehler. Das ist Pi mal Daumen Blockchain. Die andere ist aber, wenn du was buchst, Bullshit in, Bullshit out. Ich kann auch buchen, Harry Behrens hat gerade den Mond gekauft und hat dafür 27 grüne Käse bezahlt. Das kann ich jetzt buchen. Sinn macht das trotzdem nicht. Aber auf einer Blockchain würde das dann überleben. Gut, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, wenn du in einem Geschäftsumfeld, so wie du es kennst, du kaufst eine Tomate, du mietest ein Auto, in einem realen Geschäftsumfeld, wo du die Sachen anfassen kannst und dich physisch bewegst, denn das ist ja nun mal in dem Segment, in dem wir uns bewegen, so hast du es mit realen Leuten zu tun. Und so eine Transaktion, und jetzt kommen wir zu dem, was ich
wo ich vorher schon mal erwähnt hatte, dass man das näher erklären muss. Was ist eine Transaktion und was ist der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum und warum ist Blockchain eben genau kein Buchführungssystem, sondern eigentlich die Kontradiktion aller Buchführungen, die es jemals gegeben hat. Es ist so, jeder Geschäftsvorgang, der heutzutage legal, und damit definiere ich aber mal legal als steuerrechtskonform, abgewickelt wird, hat immer zwei Legs, zwei Pfeile. Und ich erkläre dir das ganz kurz damit. Du, Thorsten, gibst mir dein Bankkonto und ich überweise dir jetzt ganz frech 100.000 Euro darauf. Und dann frage ich dich übermorgen, Thorsten, hast du Geld oder hast du ein Riesenproblem an der Backe? Dann wirst du mir mit Wutanfall sagen, du Arschloch, ich habe ein Riesenproblem an der Backe, denn diese 100.000 Euro, die kannst du nicht anfassen. Denn jetzt kommt erstmal die Bank und fragt dir dumme Fragen. Du sagst, ich weiß von gar nichts. Sie wissen von gar nichts. Dann kommen Leute mit Uniform und stellen dir ganz dumme Fragen. Und auf jeden Fall, das Geld behältst du eh nicht und kriegst eine ganze Menge Stress. Warum? Es gibt kein Geld in der legalen steuerrechtlichen Welt, wo es nicht erstmal ein Produkt oder eine Dienstleistung mit einer darunterliegenden Vereinbarung gibt, auf Basis derer dann Rechnungen gestellt werden und dann das Geld bezahlt wird. Anders geht es nicht, anders darf es nicht und anders ist es nicht. So, das ist ganz, 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 ganz wichtig, wenn man die fundamentalen Ablauf der finanziellen Gesellschaft, so wie sie heute existiert, verstehen will. Und das hat Blockchain einfach, die haben sich einen Scheiß darum gekümmert. Denn diese Welt, die wir haben, sie basiert auf dem Konzept Eigentum im Gegensatz zu Besitz. Denn die 100.000 Euro, die besitzt du in dem Fall. Aber das ganze Rechtssystem sagt, das ist aber nicht dein Eigentum. Und deswegen ist das streng getrennt. Du kannst diese 100.000 Euro also nicht anfassen. Blockchain und Bitcoin basiert darauf, UTXO in deiner Hand, dein Besitz. Mich interessiert das Eigentum nicht mehr. Und deswegen ist eine Bitcoin-Transaktion einfach nur, du schickst Geld. Wofür schickst du da das Geld? Das weiß keiner. Gut, das ist also einfach mal nicht anwendbar für irgendeine kommerzielle Transaktion. Beziehungsweise du kannst es Anwendung für den einen Pfeil, aber der andere Pfeil wird halt irgendwo anders abgewickelt. Und da wir doppelte Buchführung haben, brauche ich aber beide Pfeile. So, also muss ich erstmal den ersten Pfeil, wofür bezahle ich denn? Den muss ich ebenfalls belegen. Und dann muss ich die beiden Pfeile verknüpfen, so dass man sie zuordnen kann, die Rechnungsnummer zu der Vertragsnummer, zu der Ticketnummer, damit ich die dann hinterher sauber abwickeln kann. Das klingt jetzt alles höchst bürokratisch, ist es auch. Höchst unnötig unkompliziert, ist es auch. Aber es ist nun mal Fakt und Tatsache, weil sonst machst du Steuerhinterziehung. Und das willst du in Deutschland nicht machen. Gut, also, was brauchst du noch? Der zweite Pfeil ist der Beleg, dass hier eine Vereinbarung existiert und die Konditionen der Vereinbarung sind, diese Dienstleistung wird zu x Euro pro Einheit geliefert und wir brauchen jetzt, das Modell ist, Harry sagt Thorsten, ich gebe dir mein Auto für das Wochenende, da unten, das ist vollgetankt, für 100 Euro und du lieferst es mir vollgetankt spätestens Montag um 8 Uhr morgens zurück. Stimmst du dem zu, lieber Thorsten? Dann sagt der Thorsten hoffentlich ja, dann shaken wir Hand und sobald ein Zeuge im Raum ist, der Harald oder der Peter, und das bezeugen kann, können wir das vor Gericht nehmen. Das ist ein Vertrag, Consent Agreement. Wie wickel ich das digital ab? Und jetzt kommen wir langsam zum Thema. Wir wickeln das ab so, dass ich dir ein Angebot mache und tue dort meine Unterschrift drauf. Und diese Unterschrift, man kann nur eine Unterschrift denken, wenn man auch eine Identität dazu hinter hat, weil sonst, was bedeutet eine Unterschrift von einem Anonymen? Das macht ja keinen Sinn in so einem Umfeld. Ich habe also Harry bietet dir etwas an, unterschreibt dieses Angebot, Harry Behrens bietet es dir an und sagt, 100 Euro pro Wochenende, es kommt vollgetankt zurück, du hast es vollgetankt bekommen. Dann guckst du da drauf und sagst, okay, und unterschreibst das. Und dann rein theoretisch würde man zum Notar gehen, wenn es eine größere Transaktion wäre, aber es reicht vollkommen, wenn der Harald oder der Peter im Raum sind und das bezeugen und sagen, das war tatsächlich so und vielleicht sogar noch eine Kopie von diesem Vertrag haben, was aber gar nicht notwendig ist. Gut, und auf der Basis, dann kann ich dir mein Auto geben und wenn du mir dann hinterher 100 Euro schickst, dann habe ich keine Kopfschmerzen. Vor allem nicht, wenn ich es jetzt so digitalisiere, dass ich das Ganze so verpacke,
Diese Unterschriften, das sind Digital Signatures, genauer genommen Verified Credentials, die auf dem DID-Protokoll arbeiten. Ein Consent Agreement, also eine Vertragsunterzeichnung, besteht aus zwei Komponenten. Einerseits ein Verified Credential, das zwei Unterschriften hat, der Anbieter und der Annehmer, und dann einen Notar, und jetzt sind wir bei der Blockchain, die einen Zeitstempel da drauf tut und diese Vereinbarung mit ihren Unterschriften schön verklausuliert mit einem Hash und das auf der Blockchain immutable ablegt. So, jetzt habe ich denselben Record, den ich vorher mit dem Mond, den ich für 7 grüne Käse verkauft hatte, habe ich auch auf der Blockchain, aber jetzt habe ich felsenfest bewiesen und beweiskräftig, und das kann ich vor ein Gericht nehmen, und das hat nichts mehr mit digital zu tun, ich kann vor ein Gericht nehmen, weil ich jetzt ganz genau weiß, das war so und du, Thorsten, schuldest mir die 100 Euro und da gibt es kein Wenn und Aber. Und damit habe ich es so abgewickelt, dass das in der normalen, organisierten, compliant, bürokratischen und regulatorischen, steuerrechtlich regulierten Umwelt durchführbar ist. Zu gut Deutsch, also die Protokolle, die wir betreiben, die sind auf der einen Ebene diese agnostischen, über dem Blockchain-Layer sich befindlichen, aber Krypto, das sind auch Krypto-Protokolle. Krypto-Protokolle, die alle auf dem DID-Standard basieren. Und das wird standardisiert von derselben Organisation, die auch HTTP organisiert. Also der DID ist nichts anderes als eine URI. Und eine URI ist für den Laien, möge man gleichsetzen mit einer URL. Also das, was man als www.microsoft.com kennt. Mhm. So, das sind die gleichen Leute, die das standardisieren. Und in dieser Kombination, auf diesem Protokoll, bieten wir das halt an. Und ich habe ja kurz erklärt, was wir da machen und wie wir das machen. Gut, du fragst mich, hätte man das nur mit Blockchain machen können? Ich bin Pragmatiker. Ich mache das auch mit einem Stahlseil und einem krummen Nagel, wenn es funktioniert. Aber jetzt drehe ich das mal um. Was brauche ich, um das zu können? Und das Designprinzip bei mir ist hier ganz klar, das ist Low-Margin-Business. Das muss vollautomatisch sein. Ich kann mir keine Vier-Augen-Prinzipe, keine Verifikationen, keine Drittparteien erlauben. Also Ende zu Ende automatisch, zwischen Parteien, die unabhängig voneinander sind. Also die müssen sich einig sein, dass das, was da gebucht wird, auch wirklich stimmt. Bei einig sein, dass das, was da gebucht wird, auch wirklich stimmt zwischen verteilten Parteien, bist du schon verdammt nah an Konsens dran. Mhm. So, jetzt haben wir schon Konsens. Also wir brauchen Einigkeit, nenn es nicht Konsens, dazwischen. Wir brauchen sichere Einigkeit, sodass das nicht verfälschbar ist. Und ich brauche diese Belegführung, dass das auch wirklich passiert ist. Gib mir irgendwas, was das kann. Nenn es, wie du willst. Ist mir vollkommen schnurz, ehrlich gesagt. Aber ich gucke mich um. Ich suche und suche und suche. Blockchain ist ziemlich nah an dieser Nummer dran. Mhm. Vor allem programmierbare Blockchain. Und das ist meine Antwort daraus. Wenn was Besseres kommt, nehme ich auch was Besseres. Aber zurzeit gibt es nichts Besseres. Mhm. Nur ist es ja bei diesen digitalen Identitäten, ich war auch in so einer Working Group vom B3C, Interoperability, Verifiable Credentials und genau. So, dass wir auch in Zukunft autonome oder selbst handelnde autonome Wirtschaftsobjekte in Form von Dingen, Elektroauto haben können, die auch richtig. Eine Maschinenidentität brauchen, zum Beispiel. Mhm. Und nun ist ja auch diese Identität, die Digitalisierung, man könnte ja auch auf der Basis dieses Protokolls die digitalen Impfpässe abbilden oder man vielleicht darüber ab bei ID 2020 oder was da noch so alles kommt. Die Frage ist, wird diese Technologie dann zum Nutzen des Einzelnen, des Bürgers, also auch zur anonymen, nicht vielleicht nachvollziehbaren Nutzung in Kombination mit Zero-Knowledge-Proof-Technologie genutzt? Sie könnte aber auch natürlich missbräuchlich eingesetzt werden, in der Form, dass alles zentralisiert, sage ich mal, nachvollziehbar ist, absolut alles. Und wie stellt ihr sicher, dass Ersteres gewährleistet ist, also Anonymität und Pseudonymität? Na, wir stellen, ja, ich kann dir nicht versprechen, dass die Gesellschaft das sicherstellen wird. Da gehe ich mit Bertolt Brecht, die Welt ist, wie sie ist. Mhm. Und keine Technologie wird jemals die Welt verbessern. Also wer das glaubt, der hat den Schuss nicht gehört. Der Mensch ist der Mensch und der Mensch bleibt sich gleich. Und da wird keine Technologie der Welt was dran ändern. Also behaupte ich einfach mal ganz dreist. Aber ich kann dir sagen, wie wir es sicherstellen. Wir stellen es A, und da tut mir ein bisschen in der Seele weh, zumindest in Europa, rein einfach nur, weil es die Staaten gibt, wie sie jetzt gibt. Und unsere Staaten sind schon, wie soll ich es nennen? Ich sag mal so,
den größten Eingriff in die Privatsphäre des Bürgers hat keine Silicon Valley Firma. Das ist einfach Fakt. Den größten Eingriff in die Privatsphäre des Bürgers hat der sich rechtlich selbst abgesicherte Staat. Das ist einfach so. Der Staat hat hat das Briefgeheimnis praktisch aufgelöst. Was Steuerrechte betrifft, gibt es de facto kein Bankgeheimnis mehr. Du hast praktisch eine lückenlose Überprüfung aller Finanztransaktionen. Also insofern ist es sowieso schon eh so, um hier in diesem regulatorischen Umfeld zu überleben, hast du eine ganze Menge Nachweispflichten gegenüber deinem Staat. Das heißt, die Identitäten, und da sind wir jetzt beim Thema DID gegenüber SSI. Es gibt diesen visionären, wunderschönen Traum, so schön wie die Bergpredigt, der Self-Sovereign Identity. Mhm. Und ja, es ist ein schöner Traum und er wird in wirklich autarken, dezentralen Netzen, Ring of Trust, die Schule PGP und Philipp Zimmermann, wird das vielleicht blühen und existieren. Aber jetzt überleg dir doch nochmal Folgendes. Ein legaler Vertrag, lass uns bei einem Haus anfangen, weil da ist es mit Notar, da kann man sie wirklich übergeben. Die Identität, die du für irgendeine legale Transaktion anwendest, sei es, wenn du eine SIM-Karte kaufst, sei es, wenn du ein Haus kaufst, sei es, wenn du deine Steuer bezahlst oder ja, sei es, wenn du ein Strafticket bezahlst. Vergiss mal das Format, ob es digital ist oder nicht. Da gibt es genau nur eine einzige Identität, die zugelassen ist. Und davon gibt man dir auch nur ein Exemplar in die Hand. Das ist dein Personalausweis. So, das ist Fakt. Und kommt aus deiner Geburtsurkunde. Und diese Identität, und im Reisepass steht das auch, die gehört auch nicht dir. Die gehört der Bundesrepublik Deutschland. Denn diese Identität, das bist nicht du als Person, sondern es ist die Nummer deines Personalausweises und nichts anderes. Und damit wird sichergestellt, dass du bist. Der wird in höchstem Maße fälschungssicher da gedruckt. Aber alles, was da draufsteht, das hast nicht du geschrieben, das hast der Staat darauf geschrieben. Und damit weißt du halt aus, dass du wirklich du bist. Ich glaube nicht, dass du, außer wenn du schizophren bist, Probleme damit hast, wer du bist. Das weißt du schon selber. Aber in irgendeinem geschäftlichen und legalen Umfeld brauchst du diese Identität und keine andere. Worauf will ich damit hinaus? Das ganze Konzept im geschäftlichen Umfeld ist nur abzubilden, wenn du im geschäftlichen Umfeld spielen willst. Also zu gut Deutsch, du willst mit Firmen zusammenarbeiten, die Steuern zahlen wollen und müssen. Dann ist das nur möglich, wenn du das erkennst. Und das bedeutet, es gibt Trust Center. Das Auto, um das es hier geht, dem gibst du nicht einfach irgendeine Identität und die Maschine auch nicht. Da gibt es zwischen KBA und TÜV und irgendwelchen anderen Leuten, da wird, was man in der Kryptographie, eine Zeremonie durchgeführt, in der die VIN, zum Beispiel beim Auto, die Vehicle Identification Number, verheiratet wird mit diesem Chassis und diesem Auto. Dann wird das beim Staat, bei der EU über COC-Papiere, beim KBA und beim TÜV hinterlegt von denjenigen, die an dieser Zeremonie, die Hohepriester der Identität, beteiligt waren. Und dann hat das Auto eine Maschinenidentität und genau nicht vorher. Vorher hat es irgendeinen Nickname, einen Spitznamen, den du ihm in deinem jugendlichen Leichtsinn gegeben hast und der vielleicht in deiner Community noch zieht, der aber im Geschäftsfeld schlichtweg nicht anwendbar ist. Mhm. Das heißt, leider Gottes ist es nun mal so, dass dezentrale Identitäten, wie wir sie anwenden müssen, nicht selbst souverän sein können. Denn wenn sie selbst souverän wären, würde ich mich benennen, wie ich mich benennen will. Ich würde nämlich nicht Harry Behrens mit der Personalausweis so nennen. Keine Ahnung. Ich könnte mich vielleicht Peter Schlachter nennen. Und sagen, und keine Ahnung. Das wäre vielleicht mein Avatar, mit dem ich gerne durch die Welt gehen wollte. Das darf ich aber nicht. Das kann ich aber nicht. Das heißt, ich muss mich daran halten, dass es immer eine zentrale Einheit gibt, die den Anspruch hat, meine Identität zu besitzen. Und die den Anspruch hat, dass jegliche Art von finanzieller, kommerzieller Transaktion, die ich auf dieser Welt legal durchführen möchte, abgesegnet und vor allem, und darum geht es, besteuert wird durch dieselbe Einheit, die mir diese Identität gegeben hat. Nichts dezentral. Kann gar nicht dezentral sein und wird auch nie dezentral sein, außer wirklich in der kompletten Anarchie, wo es halt keinen Staat mehr gibt und wo gibt es auch keine Fürsten mehr und da gibt es auch keinen irgendjemand mehr, der noch irgendwie die Hand drauf hat, dann ist es komplett dezentral. Aber ich glaube, dann wird es wirklich bitter, weil die Geschichte hatte solche Perioden und das waren keine glücklichen Perioden. Ja, da bin ich relativ
Zynisch. Wir hatten in unserem 50. Podcast den Titus Gebel, freie Privatstädte da. Diese kleinen und freien, aber doch wirtschaftlich prosperierenden Städte, die es ja schon mal gab im Mittelalter, sei es die Hanse, die könnten durchaus eine Renaissance erleben. Und natürlich brauchst du da auch dort wieder einen Trust-Provider. Ja. Aber es könnte sein, dass selbst erzeugte und selbst certified Zertifikate, da gibt es ja den Kerry-Standard auch, wenn die genug bestätigen gegeneinander, dass daraus aufgebaut aus einer Transaktion schon etwas entstehen könnte, was dann Selbstsouveränität erlaubt. Ob es dann von anderen akzeptiert wird, das ist wieder noch eine andere Frage. Genau. Also ich, also wie gesagt, wie sagt man, mental aus der Seele raus, fände ich das schön, aber das, es ist Bergpredigt. Ich finde die Bergpredigt wunderschön, ich glaube trotzdem nicht dran. Gut. Wird eure Blockchain bzw. eure Protokoll übereinanderliegende Lösung, ist das eine öffentliche, ist das öffentliche Blockchain oder konsortial oder kann das eine Kombination sein? Wie sieht es da aus? Ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ihr seid wahrscheinlich nicht auf LinkedIn, aber aber ihr vielleicht auch seid ihr auf Twitter, ich weiß es nicht. Auch auf Telegram sind sie auch. Also da gibt es zwei Antworten drauf. Wir fahren zwei Schienen und das hat sich erst über die Zeit kristallisiert. Wir fahren eine Emerging Market Schiene und wir fahren eine regulierte Weltschiene. Also regulierte Welt ist ganz grob Nordamerika, Europa und China. In der letzteren, also in der regulierten Welt, ist es einfach so, dass du eine voll open, komplett Blockchain, die kannst du benutzen, aber du musst auf jeden Fall dir sicherstellen, dass sie, es ist public, aber es ist permissioned. Das heißt, zu gut Deutsch, auf deinem Overlay-Netzwerk, auf deinem Layer-2-Nutzerprotokoll, auf dem du dich bewegst, da muss sichergestellt werden, know your customer, verifizierte Identitäten, Trust und so weiter, dass sich nur Leute tummeln, die dem Staat bekannt gegeben wurden über das sogenannte know your customer-System. Also öffentlich ja, wir gehen davon aus, dass wir auch in Deutschland die Zelo-Blockchain nutzen können, weil die haben sich diese nötigen Ablassbriefe und, oder Patentbriefe vom Staat besorgt. Die sind mit der Deutschen Telekom zusammen. Die sind konform. Das heißt, auf der Basis kann man es machen. Im Betrieb der Firmen gehe ich davon aus, aber dass man ein Konsortialmodell fordern wird. Nicht, dass wir es unbedingt erzwingen, sondern wenn du, wenn du diese Diskussionen siehst, wo solche Ansätze erforscht werden, das konvergiert immer in Richtung Konsortium. Welche Rechtsform ist nochmal eine Unternummer? Du wirst wahrscheinlich auch den Markus Büch kennen, der ist da, der ist ja eng mit dem Thomas Müller da zusammen, der macht sich da ja sehr schöne Gedanken drüber. Also in Europa, ich gehe davon aus, es ist zwischen Permissioned Public Chain und Konsortial Chain. Aber in den Emerging Markets hat man, glaube ich, das nennt man Leapfrogging, hat man, glaube ich, die Möglichkeit, wirklich public, pure, nice, clean, crypto, no bullshit, no integration into legacy zu fahren. Und warum ich das glaube, ist, Mobile Banking, so wie wir es kennen, ist erfunden worden in Kenia vor circa 20, 30 Jahren. Die Firma hieß M-Pesa. Die waren entweder Teil einer Mobilfunkfirma oder die waren irgendwie verbandelt. Und dieses Mobile Banking, die hatten halt kaum Banking-Infrastruktur, komplett underbanked country. Sie hatten auch keine Festnetz und deswegen Leapfrogging, das ist dieses Spiel, wo der eine sich beugt, der andere, Kinderspiel, rennt dann auf ihn zu, tut die Hände auf seinen Rücken und springt drüber. Das heißt, man überspringt eine ganze Generation von Technik und geht direkt in die nächste. So, und dieses Leapfrogging, das ist in Afrika dort passiert. Und dieses Mobile Banking, das war am Anfang nichts anderes im Grunde genommen als glorifizierte SMS mit einem gewissen Bestätigungsprotokoll dahinter. Aber das war dann Geld überweisen. Und das ist gewachsen und gewachsen und gewachsen, ist dann eine zig Milliarden Firma geworden, wurde dann von Vodafone gekauft. Und damit fing Mobile Banking de facto an. Die Lektion daraus ist, überleg dir mal, du hättest dich in deine Wahn gedacht, ich fahre das mal in Deutschland hoch. Lass uns das auch in Deutschland machen. Ja gut, das ist so absurd, da musst du lachen drüber. Du gehst hin mit der Idee, mit dem gleichen System, was da ja wunderbar funktioniert in Kenia und dann hinterher auch ein Riesenerfolg war und versuchst, das in Deutschland an den Mann zu bringen. Ey, von Bedenkenträger über Auditor, über Revisor, über Steuerfahnder und Steuerprüfung,
bis Bankenregulierer, du wirst dermaßen platt gemacht, das kannst du dir genau knicken. Das ist lächerlich auch nur anzudenken. Das heißt, diese Art von Technik, die fährst du am besten in Ländern, die noch den Mut haben, sich auf neue Technologien einzusetzen. Denn was ist der größte Verhinderer des Fortschrittes? Der größere Verhinderer des Fortschritts ist nicht der Böse, der den Fortschritt verhindern will. Der größte Verhinderer des Fortschritts ist derjenige, der gut genug vertritt und damit Geld verdient. Denn der ist an besser nicht interessiert. Und das ist Fakt. Gerade weil wir in diesen etablierten Ländern wie Europa gut genug Systeme haben, wo sehr viele Haushalte, sehr viele Lebensunterhalte, sehr viele Befindlichkeiten und ganze Kommunen und Gewerkschaften und Ähnliches dranhängen, will kein Mensch, dass diese Systeme ersetzt werden. Und damit entsteht eine ganz natürliche, incentive-basierte Resistenz gegenüber dem, was besser sein könnte. So, aber wenn du das gut genug gar nicht hast, dann ist das Bessere für dich die Chance, nach vorne zu kommen und endlich auch mal mitzuspielen und dich zu verbessern. Und das ist die Theorie, die wir für uns für den Emerging Market getroffen haben. Und deswegen gehen wir jetzt parallel, während wir uns auf Niederlande, Deutschland und Belgien fokussieren, gehen wir parallel nach Nigeria. Und das und die Plattform, wie wir sie dort konfigurieren, das wird zu 100% Zello sein. Das wird zu 100% auf der Valora Wallet basieren. Und das ist einfach raw bloody crypto. Und da ist die Identifikation, das ist das Schöne an Zello und Valora, die ist geknüpft, wie es eh schon im Banking in ganz Afrika, übrigens auch in China ist. Da ist dein Identifikator deine Mobilfunknummer. Damit wirst du immer authentifiziert. Valora und Zello haben sich genau zur Aufgabe gemacht, das zu tun. Ein Validator aus dem Zello-Netz macht, was ist eine Dienstleistung? Deine Dienstleistung ist, dass deine Identität per SMS-Gateways trianguliert und verifiziert. Zum Beispiel in Deutschland haben sie dann auch eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom, so dass man das direkt übersetzen kann über diese Mobilfunknummer in das, was du als echte Identität verifiziert bei deinem Vertragsabschluss in Deutschland ja hinterlegt hast. Da liegt also in Deutschland auch ein kompletter KYC dahinter. Das wird üblicherweise dann in weniger regulierten Ländern gar nicht mehr erzwungen. Deine Mobilfunknummer ist gut genug. Also dort würde man es tatsächlich full Crypto fahren. Wahrscheinlich wird man die Bezahlung noch konvertieren müssen. Also dann wird man über einen sogenannten On-Ramping und Off-Ramping immer noch das echte Payment vom Endkunden noch in Naira, so ist es in Nigeria, annehmen müssen. Aber intern über den Onboarding-Partner wechseln wir das dann sofort in USDT um und intern wird der Plattform dann BLXM-Token gezahlt. Das muss der Kunde nicht mitmachen. Das wird aber intern ist die Plattform so gestrickt, dass es darüber abgewickelt wird. Aber jeder Beteiligte, wenn er sich auf USDT oder BLXM nicht einlassen will, kriegt dann halt über den Schritt BLXM zu USDT Liquidity Pool, USDT über Offboarding USD, Naira, kriegt dann halt in Gottes Namen, hat noch seine Naira in die Hand gedrückt. Und in einem Land wie El Salvador, wenn es halt nicht Bitcoin wäre, was du halt nicht programmieren kannst, sondern wenn die in Gottes Namen Ethereum genommen hätten, dann könnte man das direkt Ende zu Ende machen, weil dann hättest du es wirklich mit dem Legal Tender verknüpft. Ja, aber es könnte ja mit dem Legal Tender auch gut, es könnte aber auch Lightning genutzt werden in El Salvador. Also stimmt, ja, okay, das ist dann so ein bisschen, aber das ist schon, da streckt man sich schon, da fängt man schon an, Krücken zu machen, um es halt reinzupassen. Ja. Bitcoin ist schon gut, aber es ist halt nicht gut zum Programmieren, mit aller Liebe zu Bitcoin. Zum Programmieren taugt es nicht. Ja, nicht so gut, sagen wir es mal so. Und das ist, hat ja auch, was die Smart Contract-Funktionalität betrifft, eben auch keine volle Turing-Complete-Maschine. Und, genau. Gut, du hast jetzt ja schon ein bisschen gesagt, dass ja dann auch in Krypto beziehungsweise... Ralf, machst du Alleinunterhalter? Du kannst gerne weitermachen, nachdem ich die Frage gestellt habe. Beim Ralf muss man aber aufpassen, der quatscht immer die ganze Zeit und die nächste Folie hast du Haufen Fragen von dir noch. Ne? Ja, gut, aber welche weiteren Kryptos neben den Stablecoins, von denen du gesprochen hast, und auch den Zello und Token und so weiter, werdet ihr oder plant ihr sonst noch anzubieten? Naja, also was heißt anzubieten? Die Plattform an sich, das ist wie bei der Waschmaschine. Du kaufst bei der Waschmaschine im Laundromat, kaufst du diese kleinen
Messing-Tokens und das sind die einzigen, mit denen du deine Waschmaschine betreiben kannst. Das Messing-Token für die Waschmaschine ist unser BLXM. Du kannst das, und das ist ja das Schöne an DeFi, ich meine, wir haben Liquidity-Pools und wir haben Treasury im Treasury-System, wo dann halt über die Nutzung der die nötigen DeFi-Protokolle, womit du ankommst, ist mir genau wurscht, das ist ja das Schöne an DeFi. Du kannst ankommen mit EWT, du kannst auch ankommen mit Shiba. Das ist mir genau egal. Gequotet wird sowieso, weil es gar nicht anders geht, praktisch. Und da ist halt das Investor, bzw. der Tokenholder, die Trilemma dran schuld. Du musst es sowieso quoten in einer Art und Weise, dass es konkurrenzfähig zu den Dienstleistern ist, zu gut Deutsch. In Nigeria, der Dienst an sich wird in Naira gequotet. Und in Deutschland wird halt im Euro gequotet. Das heißt, unabhängig davon, was gerade der Kurs des Tokens ist, das wird halt dann verrechnet, das ist ja das Schöne an Software, kriegst du ja vollautomatisch hin. Das Ding kostet 1 Euro, kostet 1 Euro, kostet 1 Euro, egal wie gerade der Dollar und damit der USDT zum Euro steht und egal wie gerade Blocksmove hoch oder unten ist. So, dann wird das einmal, dafür brauchst du den Ramping-Partner, den Onboarding-Partner, da wird einmal die reale Währung, digital dann schon, über digitale Payment kommt dann rein und dafür werden dann USDTs gekauft oder USDCs. Gut, und dann hast du USDCs, die wandelst halt um. Und wenn du selber mit dem eigenen Token kommst, ich muss es halt bloß über One Inch am Ende, wenn es gar nicht anders geht, ansonsten über irgendein Pancake Uniswap Paar und im schlimmsten Fall halt One Inch. Ich muss es halt konvertieren können in BLXM. Alles andere ist mir ja wurscht. Aber die Plattform an sich, wenn du das Token dann in die Plattform reinschiebst, damit die ihre Transaktionskosten bekommt und damit du den Dienst bezahlen kannst, dann ist es immer Blockstufe. Mhm. Das ist übrigens sehr ähnlich einem Blocks. Wir sind auch weiterhin, wir sind seit ungefähr 2 Monaten mehr oder weniger verpartnert mit dem Baseline-Protokoll. Wir sind jetzt auch am 20. in Amsterdam bei denen. Das ist auch so ein eher Enterprise-basiertes, Zero-Knowledge-basiertes. Puh, wie sagen wir, es ist eigentlich keine Blockchain. Das Baseline-Protokoll kenne ich. Ich bin auch ein Fan davon, habe das verfolgt. Das ist für mich eine Blockchain-basierte, asynchrone MQC-Schnittstelle auf der Blockchain. So kann man es nennen. Die Backend-Systeme herkömmlicher Art miteinander zu verbinden, ohne dass man die Daten auch austauscht. Genau, und die machen das auch. Du kannst das Ding mit Euro bezahlen, aber untenrum stecken die halt Unibright rein, wenn es dann aufs Best Ledger geht. Und der gleiche Mechanismus, also auch aus der gleichen Anforderung heraus, weil wir uns in gewissermaßen im ähnlichen Umfeld bewegen, aus der gleichen Anforderung heraus ist halt, es gibt gewisse natürliche Lösungen. Wenn du oben auf dem Berg stehst, du kannst über unendlich viele Arten und Weisen nach unten gehen, aber nach unten ist vorgegeben, wo unten ist. Das heißt, man konvergiert auf sogenannte Focal Points zu. Und der Focal Point ist halt hier, ganz hinten wechselst du es in dein eigenes Token und das stoppst du dann in deine Plattform rein und die nimmt auch nur das an, aber für dich selber, was du ursprünglich auf dem Tresen legst, ist dir überlassen. Und wie ist denn das mit den Apps? Habe ich da ein Guthaben? Muss ich das aufladen oder wird dann irgendwie einmal in der Woche, einmal im Monat eine Abrechnung gemacht? Wie läuft denn das, Harry? Nee, das eigentliche Modell ist relativ einfach. Also untenrum auf der Krypto-Seite kriegst du für dein Ticket ein NFT ausgestellt. Also jetzt einfach, weil was ist ein NFT? Ein NFT ist ein Token mit einer Seriennummer. Das heißt, zu gut Deutsch, je nachdem, welches Ticket du gerade gekauft hast, ist es halt eins, das dich für diesen Service oder für jenen Service, freischaltet. Es gibt dann halt auch All-You-Can-Drive-Tickets, aber die sind ja klar, die sind ja fix. So, und dafür hinterlegst du Geld. Und es gibt dann Dienste, die brauchen Deposit, manche brauchen kein Deposit. Also, du kaufst das Ticket, das kriegst du ausgestellt als NFT, als Zwischenformat. Dann hast du das NFT und derjenige, der das Ticket verkauft hat, der hat das Geld. Gegebenenfalls mit Deposit. Und dann gehst du zu demjenigen, wo du deinen Dienst halt einlösen willst, denk Barcode. Du scannst den Barcode. Dein NFT wird jetzt überwiesen auf Kryptoebene, ganz unten rum. Dein NFT wird überwiesen. Das kommt rein. Der Scooter wird freigeschaltet. Das NFT wird an denjenigen, der es verkauft hat, gegeben. Der gibt die Tokens frei und das NFT geht wieder zurück. Also im Prinzip, du hast so eine relativ einfache Kette und das ist einfach nur in dem Moment, wo der Dienst genutzt wird, hat irgendjemand das Geld bekommen schon.
Irgendjemand hat das Geld. Ja, das kann eine Giral. Wie kommt das Geld von mir rein? Muss ich das vorher aufgeladen haben oder wird das in dem Moment, wo ich buche, von meinem Konto, von meiner Kreditkarte abgebucht? Das war meine Frage. Okay, ja, okay, dann jetzt gehen wir zur SIM-Karte, weil das ist die beste Analogie. Hast du einen Prepaid oder hast du einen Postpaid-Vertrag? Ich habe Prepaid. Dann ist die Antwort in deinem Fall, du hast es im Vorab bezahlt und jemand hat dir dafür ein Credential ausgestellt, das beinhaltet, dass du für 100 Euro ursprünglich dir mal hier Guthaben aufgeladen hast und dass das gültig ist für diese Liste von whitelisted Operatoren und das hast du jetzt in deiner Wallet. In dem Moment, wo du das präsentierst, wird das anerkannt, es wird für der Teil, den du gerade benutzt hast, wird runtergezählt und dann bekommst du es wieder zurück. In dem Moment, wo du es auf Null gefahren hast, ist es nicht mehr gültig. Alles klar. So, und kann und wenn du Postpaid reden? Machst, Postpaid kann halt nur eine Bank machen. Ja, weil das nur ist eine Bank hat, oder der Mobilfunkanbieter geht in Vorleistung und zieht das dann irgendwie Monatsende von mir ein. Genau, aber da sind wir schon bei der Geldschöpfung. Also da bist du schon sehr nah an Banklizenzen dran. Ja, heute ist ja nichts mehr unmöglich. So, kann jeder eigene Mobilitätskonzepte und Leistungen auf eurer Plattform anbieten, beziehungsweise über eure Protokolle oder? Selbstverständlich. Wir sind kein Mobilfunkbetreiber, wir werden auch nie einer sein. Ja, aber was muss ich tun, um da mitmachen zu können? Du hast, wenn du Mobilfunkbetreiber bist, dann hast du keine Ahnung. Du hast irgendwelche Scooter, irgendwelche Tuk-Tuks und du hast keine Ahnung, irgendeine Online-Präsenz oder wie immer auch QR-Codes. Und was du auch hast, ist, du hast Check-in und Check-out, wo deine Mobilgeräte geöffnet werden wollen und dann zurückgebracht werden. Dafür stellen wir dir eine API zur Verfügung. Wir stellen eine API zur Verfügung, die Tickets zu verkaufen und wir stellen eine API zur Verfügung, die Tickets zu verifizieren und den Ende des Vorgangs, das Checkout. Das teilen wir dir mit, also asynchron. Da teilen wir dir mit, wann das und wo das zu Ende gebracht wurde und da teilen wir dir auf. Das buchen wir alles über Blockchain und wir geben dir über eine API die Rückmeldung dazu. Die an sich Abwicklung auf Mobilitätsbetreiberebene, die liegt bei dir. Wir stellen dir lediglich den Teil zur Verfügung, der dafür notwendig ist, dass du weißt, wer hat wann den Dienst angefangen, wann wurde der Dienst beendet, wie viel ist während der Zeit konsumiert worden. Und das geben wir dir zurück und wir kümmern uns darum, dass jeder sein Geld hat, ich ja gerade kurz skizziert, dass jeder danach auch sein Geld hat. Und wie du das in deine System-Journey und deine User-Journey einbettest, mit der du deinen Dienst anbietest, das ist dir überlassen. Das machen nicht wir. Ich habe mir gerade so vorgestellt, ich vermiete Surfbretter. Da habe ich halt auf dem Brett einen QR-Code drauf, das nimmt das, genau, das scannt genau. Er. Und wenn er es dann wieder zurückbringt, muss ich das dann wahrscheinlich irgendwie scannen, damit ich halt die Eingangskontrolle mache und dann fließt dann halt das Geld, ne? Einfach ausgedrückt. Ja, das kannst du dir, oder du hast irgendwie so einen QR-Code-Scanner eingebaut da in das Bodenbrett oder von deinem Dings. Da muss er halt. Da meine ich ja einen QR-Code drauf, ja. Genau. Und dann weißt du halt Checkout. Dann sagst du ihm, das ist aber dann offline bei dir, dann normalerweise würdest du schon, oder mach zwei Fotos von den Dingen, von oben und von unten, schick die rein, das ist aber nicht mehr unseres. Also das liegt dann bei dir. Aber wir liefern dir genau diese Daten, wie lange, von wann bis wann. Und in so einem Fall, du hättest wahrscheinlich ein Deposit, du hättest das nur bei Deposit gemacht. Das heißt, sagen wir mal, du kriegst hinterher Miete, fünf, keine Ahnung, was dort die Währung ist, aber 5 Euro für das Surfboard, dann wirst du wahrscheinlich, keine Ahnung, 100 Euro, 50 Euro oder so Deposit nehmen. Würde ich dir zumindest empfehlen. Die 5 Euro bekommst du sofort, die 50 Euro behältst du auch. Und dann, nachdem du oder wer immer auch das für dich betreibt, dir wiederum auch per Credential beweist, dass er auch bestätigt hat, hier ist alles okay, dann gibst du auch die 50 Euro Deposit frei und dann geben wir dem User zurück in seine Wallet oder in sein Konto. Wie bietet ihr so eine Waldlabel-App an, die ich dann quasi aufbauen genau. kann? Ganz genau. Das ist genauso, wie wir in Nigeria reingehen. Wir bauen die App mit allem drum und dran. Wir integrieren die mit der Valora Wallet und die App drücken wir dann unseren Partnern in die Hand. Mhm. So, das heißt also, ihr könnt auch Drittpartei-Mobilitätsdienstleister, die dürfen dann eure, sage ich mal, nicht nur die dürfen, wir bitten sie drum. Aha.
Okay. Wir wollen ihnen ja nicht die Kunden wegnehmen. Ja. Hatte ich doch gerade gesagt. Wir nehmen dir nicht den Kunden weg. Wir sind unten drum, wir sind die Klempner, wir machen das Netz. Du stöpselst bei uns rein und wir machen den ganzen Kram, mit dem du gar nichts zu tun haben willst. Und den machen wir halt gut. Aber du, deine Alleinstellungsmerkmale, bitte mach die selber. Das wollen wir und können wir nicht für dich machen. Wir haben ja gehört, ihr arbeitet auch jetzt neuerdings im Rahmen der Blockchain-Schaufensterregion Förderprojekt des BMBF mit Weida zusammen. Ja. Und wie habt ihr euch dort eingebunden? Was sind eure Projektziele? Genau, also wir haben über ursprünglich die Kollegen von Evan einen sehr guten Draht in die Mittweida-Region, schon immer. Die haben mich irgendwie schon zu dreimal, sind es dreimal oder sind es viermal? Ich weiß es nicht. Die haben mich auch dreimal schon zu ihren Konferenzen eingeladen. Also wir haben ein gutes Verhältnis miteinander, schon im Blockchain-Ära recht lange, 3 Jahre oder so. Gut, und die haben innerhalb ihrer Mittweida, in ihrem Mittweida-Hub, haben sie ein System, ein Programm, das sich Mobility for All nennt. Die schreiben das M4All und der Ansatz ist, ja, mehr oder weniger, halt auf akademischer Ebene, der von Blocksmove. Und das Schöne ist, das sind halt Ingenieure am Weg. Ich habe immer noch den Eindruck, das ist die alte Kultur von Slockit, denn sie arbeiten mit Scootern hier zusammen, die auch schön, wie Slockit das damals mit den Ladestationen machen wollte, die auch direkt eine Hardware-Wallet da im Scooter haben, also original Slockit-Ansatz, die eine Hardware-Wallet und auch noch Lightnode, nicht mal Wallet, also die machen es gleich richtig, in ihrem Scooter haben. Und dann der Kunde hat dann auch eine Wallet und auf der Basis halt komplett auch Ende zu Ende hier Mobilität rein kryptobasiert wollen die halt erforschen und anbieten. Und die sind auf uns gekommen, weil wir halt einen wesentlichen Sprung gemacht haben, dadurch, dass wir diese DIDs eingebunden hatten. Das ist dieses Thema SIM-Roaming. Die Geschichte, dass du halt nicht irgendwie die Token da unbedingt benutzen musst, sondern dass du einfach Tickets verkaufen kannst in Form von Verified Credential. Und dann, solange man bereit ist, die Gerechtmäßigkeit der ausstellenden Parteien dieser Verified Credentials anzuerkennen, dann sind diese Verified Credentials ja self-contained. Das heißt, das sind Tickets, die jeder anerkennen kann und auch self-contained, also automatisch parsen und verifizieren kann. Das heißt, sie erhoffen sich von uns, also wir werden ihnen dabei helfen, das Thema jetzt auf Roaming-Ebene zu heben, so dass die Region Chemnitz dann, dass man dann in der Region Chemnitz, wenn es dann nach Mittweida auch noch andere Hochschulen oder Hubs gibt, die ähnliche Systeme hochfahren, dass ein Nutzer, der sich in einer dieser Hubs legitimiert hat und seine Bezugsrechte, seine Tickets dort erworben hat, dann kann der nahtlos dann in den anderen Hub gehen, sich legitimieren, dort die Dienste benutzen und so wie bei Roaming halt auch, dann kriegt der, keine Ahnung, Chemnitz Hub, der kriegt halt dann seine Kohle von den Jungs in Mittweida, wo der Kunde ursprünglich überhaupt bezahlt hat. Und dieses Roaming, das wollen die gerne bei sich auch noch integrieren. Und wir sind sehr stark daran interessiert. Das hatten wir auch schon mal mit Riddle & Code angefangen. Wir sind sehr stark interessiert, auch wenn das leider Gottes noch sehr lange dauern wird, bis der Stand der Technik wird. Wir glauben wirklich daran, dass diese Art von Dienstleistung erst dann wirklich perfekt und schön wird, wenn das Gerät selber, der Scooter selber oder die Schranke, wenn es beim öffentlichen Nahverkehr ist, selber direkt der identifizierte Wallet-empowered Client ist. Weil du dann Ende zu Ende komplett Abwicklung, komplett Identifikation hast und dann brauchst du wirklich gar nichts mehr an Mittelmännern und hast auch Ende zu Ende Security auf einer Ebene, die sonst gar nicht abbildbar wäre. Und dadurch, dass sie sich halt von vornherein dazu entschieden haben, auch das Gerät wirklich als Blockchain-Client, als fahrenden Blockchain-Client anzusehen, ist das für uns wiederum hochinteressant, weil in der Welt, in der wir uns bewegen mit realen Firmen, ist das natürlich noch ferne Zukunftsmusik. Mhm. Und noch weitere Projektziele darüber hinaus, über das, was du eben erzählt hast? Also das Erste ist, dass wir deren jetzige Plattform mit unserer verbinden und dann, das ist jetzt erstmal gescoped, also zeitlich, auf Ende des Jahres, auf Q4 gezielt. Und bis Q4 ist das Ziel, dass man halt die ersten Roaming-Anwendungen mit mehr als einem Hub realisiert hat. Das ist jetzt erstmal der kurze, pragmatische
mittelfristig, also bis Ende des Jahres, das Ende des Jahres Projekt. Nun hat ja dieses Projekt auch nochmal eine neue Förderung erhalten, ja, also die zweite Phase. Und es gibt ja parallel im Mitweiter auch das Projekt ID Ideal, wo es eben um diese Verifiable Credentials geht. Das wird ja vielleicht ein bisschen auch technisch miteinander verbunden. Habt ihr dort auch noch das Ziel, das mit, ich sag mal, zu unterstützen? Ja, weißt du, bei solchen Sachen, ich bin Anhänger der Theorie, dass das Leben dich schon zum richtigen Ziel führt. Daher würde ich es nicht Ziel nennen. Ich habe das im Auge und ich sehe das und ich sehe uns aufeinander zu bewegen. Und wenn es denn zur gegebenen Zeit sich natürlich ergibt, und das kann sehr gut sein, dann wird man das machen. Aber ich mache mir jetzt noch nicht den großen Kopf mit Plan und Wenn und Aber und so. Ich behalte es halt im Auge und das und andere Sachen und sehe sie, wie man sich aufeinander zubewegt. Und dann geschieht das alles ganz natürlich. Da muss man sich nicht groß den Kopf machen. Eins ist ziemlich sicher. Ich glaube, das Konzept, was wir, ich glaube, mit Abstand als Erste, mit der Hilfe von Evan, mit der Hilfe von Helix, kann man nicht anders sagen, Credit where credit is due, damals entwickelt haben, das ist nicht nur einzigartig, das ist auch die beste Lösung. Das ist der richtige Ansatz, ganz einfach. Und deswegen glauben wir, dass dieses Roaming-basierte Konzept, wo du die Verifikation der realen Objekte, der natürlichen Personen und der juristischen Personen über den Gesamtkomplex DID und Verified Credentials abfackelst und dann die Verrechnungen und die Belegführung und die Notarisierung deiner Blockchain überlässt, das wird sich durchsetzen, ist meine Prognose. Und daher glaube ich, dass es natürlich, wenn man mit diesen sehr intelligenten und sehr engagierten Leuten mit Bitweiler zusammenarbeitet, bin ich daher zuversichtlich, dass das Ergebnis sich in dieser Form manifestieren wird. Welches der vielen ID, SSI, DID, Konsortien und Gruppierungen am Ende dann hier diejenige sein wird, deren Systeme oder deren Protokolle oder deren Quasi-Standards man benutzt, das kann ich dir heute noch nicht sagen, weil das Feld ist gerade ungemein dicht besät, weil da hat sich gerade in den letzten anderthalb Jahren, da hat sich ein, gerade auf Corporate-Ebene und Gaia-X, Catena-X, ID-Union, Indy, wie sie alle heißen, da hat sich ein dermaßener Wust an Aktivitäten entwickelt, dass es noch längst nicht klar ist, was sich am Ende durchsetzen wird. Wir fahren eh immer pragmatisch, wir nehmen immer das niedrigst notwendige Protokoll, das entweder schon Standard ist oder wo sich ein Standard eventuell herausbildet, dem wir dann halt folgen. Und wir nehmen eh nicht diese intergalaktischen Standards, wo die Gremien 10 Jahre debattieren, die ignoriere ich erstmal. Wir setzen halt um auf der Ebene, wir sind jetzt von unten hochgerechnet, DID, VC, VC-API, ich weiß nicht, ob ich das was sage, aber Presentation Exchange über VC-API, dann Kommunikation über DITCOM. Gut, auf der Ebene und höher muss man auch nicht, weil alles andere ist Overengineering. Und letztendlich barock, alles ist dann barocke Scholastik, in meinem persönlichen Dafürhalten. Und auf der Ebene bewegen wir uns. Und egal, was sich dann am Ende als Standard herausbildet, wir sind auf jeden Fall damit kompatibel, weil wir eh nur auf diesen unteren Ebenen sind, die ja bereits relativ stabil sind von den Variationen und von den Arten. Presentation Exchange gibt es 3 verschiedene Spielarten ungefähr. Die DID-Standards, da bilden sich 3 oder 4 verschiedene raus. Das ist jetzt mehr oder weniger dicht. DITCOM kristallisiert. Also da kann man sagen, da hat man Planungssicherheit. Und auf der Ebene bewegen wir uns. Und eine kurze Frage noch zu Helix. Du hast erwähnt, Oliver Nägel, der war ja auch mal bei mir im Meetup gewesen in Stuttgart. Aha. Wie schätzt du sein Projekt mit seinen sagen wir, digitalen IDs im Vergleich zu den Mitbewerbern ein? Ich weiche der Frage ein bisschen aus und sage dir, dass Oliver Nägel eine Koryphäe ist. Das ist sicher. Also Oliver Nägel, wenn du einen Podcast hast, dann hast du mit ihm gesprochen. Das wusste ich vorher auch schon, Harry. Genau. Also er ist eine Koryphäe. Ja. Wie er sich mit seiner Firma wann und mit welchem Erfolg durchsetzen wird, das kann ich nicht überblicken. Da kann ich mir kein Urteil zu erlauben. Aber bei euch passt er sehr gut rein, oder?
Er hatte gut reingepasst damals, aber sie sind jetzt auch ein bisschen durch ihre Strategie, sie sind jetzt halt sehr stark von Open Source und Shared Source abgerückt. Wir können also zum jetzigen Zeitpunkt, können wir ihre Wallets nicht mehr integrieren. Also wir arbeiten jetzt auf dem DID-Sektor, arbeiten wir sehr stark mit Sverity zusammen. Der Carsten Stöcker ist auch bei uns Advisor. Ich halte die in Deutschland im Bereich DID fast schon in Europa. Ich würde mal sagen, die sind, ich weiß nicht, ob sie Number One sind, aber unter den Top 3 an Tiefe des Wissens. Im Prinzip, wenn es um diese Hardcore-Sachen geht, wo ich dann auch vielleicht nochmal überfragt bin, dann lassen wir uns dazu von Sverity beraten und folgen deren Richtlinien. Ja, Sverity ist ja auch in ID Union eingebunden. Ich kenne Carsten auch recht gut. Und er hat da auch im Pharma-Bereich in den USA, glaube ich, genau, einen guten Run. Und ich denke, das wird was. Vielleicht noch eine Frage. Du sagtest ja schon, ihr werdet mit weiter die Mobilitätsart Scooter unterstützen. Ist da noch was anderes in Planung? Ja, wir fangen damit an. Die Hoffnung, ich würde es noch nicht Planung nennen, im Sinne von, dass ich jetzt konkret wüsste, wann und wo und mit wem. Die Hoffnung ist natürlich ganz klar öffentlicher Nahverkehr. Oder Regionalverkehr, eins von beiden. Entweder Regionalverkehr oder öffentlicher Nahverkehr. Weil nur dann macht es gerade auch aus der Sicht jetzt mit Weida als Region, das ist ja eine Region, das ist ja keine Firma, als Region, überleg dir mal, du designst sowas, das muss ja den Regionalverkehr und gegebenenfalls den öffentlichen Nahverkehr mit einbinden. Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass das ein Plan ist, das wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber ich gehe davon aus, dass es daraufhin konvergieren muss. Also, jetzt kommen wir zum Abschluss. Harry, wird es in 10 Jahren deiner Meinung nach noch Banken geben? Ja, selbstverständlich. Solange es Regierungen gibt, wird es Organisationen geben, die den Regierungen helfen, das Geld im Sinne des Staates sicherzustellen. Also ein 100%iges Ja. Alles andere ist Idealismus und Bergpredigt. Was kommt nach DeFi und NFT? Kontinuierliche Dezentralisierung allen dessen, was du in Software ausdrücken kannst. Auch eure Mobilität ist ja auch die dezentral, ne? Mobilität und genial. Also wenn du ein Genie vor dem Herren mal interviewen willst, ich weiß nicht, ob ihr an ihn rankommt oder nicht, holt euch mal den Ewald Hesse von Goethe Singularity oder Singularity Goethe, ich bringe es immer durcheinander. Der ist jetzt auch irgendwo, der ist letztendlich der Godfather der Energy Web Foundation, auch einer der Ethereum-ersten Jungs. Hol dir mal den ran und lass dir von dem mal erzählen, wie der sich dezentrale Energie vorstellt. Da kann man auch nicht mehr erträumt sagen, sondern wie der gerade Energie dezentralisiert. Mhm. Und dann lernst du Ehrfurcht. Und dann lernst du, da siehst du, wie groß das eigentlich alles ist und wie mächtig. Wir sind ganz am Anfang, liebe Leute. Wir sind vor der Dotcom-Blase ungefähr im vergleichbaren Zeitalter. Wir sind, wenn ich Web 3 auf Web 2 übersetze, wir sind gerade mal 1998. Nein, ich würde eher sagen, wenn man das TCP-IP-Protokoll richtig betrachtet, sind wir so 1975 bis 80. Also vielleicht sogar, ja. Ja, du hast wahrscheinlich sogar recht. Ja, ich wollte jetzt nicht zu sehr in die Vergangenheit legen, aber ja, wahrscheinlich hast du recht. Also wir sind ganz am Anfang. Und wenn du dir überlegst, wann das wirklich eingeschlagen hat, so ich würde sagen 2005 und mit welcher Wucht und wie groß das geworden ist. Und alles wird ja immer eine Größenordnung größer in der nächsten Generation. Das liegt ja letztendlich, du guckst ja einfach die Geldmengen an und musst einfach entsprechend, du kannst ja alles multiplizieren. Das heißt, wir sind noch so am Anfang, so klitzeklein. Und das wird so gigantisch groß. Da machen wir uns jetzt noch kein Bild von. Und das wird jede Krise überleben. Es werden Riesen zwischendurch. Es wird massivste Korrekturen geben. Also diese paar Mini-Korrekturen. Diese zwei, die wir dieses Jahr gesehen haben, ist gar nichts. Da kommen nochmal richtig durchgerüttelt, aber das wird sich wieder erholen. Und dann wird es noch größer und noch weiter und noch mächtiger. Die ganzen Emerging Markets, die wachen gerade auf. Und dann, wenn, jetzt ist das alles noch ein Rich White Man's Game mit den Regulierungen des Rich White Mans und der Rich White Man gibt hier die Regeln vor. Lass das mal los auf die Kreativität der so viel jüngeren Emerging Markets. Die haben ja viel jüngere Generationen. Das sind ja viel jüngere Menschen. Indien, Afrika, Südamerika. Und im Durchschnitt sind wir überall gleich intelligent. Wir haben unterschiedliche Bildung. Aber das Schöne an Krypto ist, das ist alles im Netz und ein intelligenter Mensch
nach 3 bis 6 Monaten wird er produktiv und nach einem Jahr hat er es auch wirklich verstanden. Das heißt, du kannst dir das aneignen, egal wo du sitzt. Du kannst in Kano, Nigeria sitzen. Du kannst in, keine Ahnung, Ubud, Bali sitzen. Und du kannst dich hier selbst, du kannst umsetzen alle deine Visionen und du bist in the Internet of Value. Und das hat gerade erst angefangen. Das wird sich permeieren in alle Winkelzüge der Welt, kommerziell und physisch. Die heutige Welt des Geld und Reichtums wird sich vielleicht total zerschlagen, denn diejenigen, die heute die Kohle und das Sagen haben, wird vielleicht durch so etwas komplett aufgehoben oder auch wertlos werden. Aber sie werden versuchen, das Geld, Macht, Besitz und Reichtum und versuchen, wo es lang geht, werden sie versuchen zu behalten. Aber schauen wir mal. Letzte Frage. Ja, kommen wir zur Abschlussfrage. Harry, wer ist Nicolas van Saberhagen und wo wohnt er? Ja gut, jetzt weiß ich, da ich ja ein bisschen vorher, ich hab geschummelt, muss ich zugeben, ich wusste es vorher nicht. Das ist der ebenfalls anonyme Erfinder, ich weiß nicht, ob es Erfinder ist, aber den Namen, den man mit Monero, also jetzt mal so richtig schön Privatgeld, verbindet. Ja, und wo der wohnt? Nun, ich würde jetzt einfach mal sagen, du gibst mir die Vorlage, der kann natürlich nur in Mittweida wohnen, oder? Also ich bin fest überzeugt, ich gehe morgen auf Suche und ich finde bestimmt ein Postfach, wo das dran steht. Genau, also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass er mit weiter wohnt. Ja, da bin ich aber noch nicht so überzeugt von. Schauen wir mal, wo er wohnt. Schauen wir mal, wo er wohnt. Vielleicht sagt das uns ja irgendwie. Auch an die Zuhörer, Zuschauer, wir nehmen sachdienliche Hinweise entgegen. Und Harry? Schön, dass du da warst, dass wir uns mal wieder gesprochen haben. Klar doch, danke. Und ja, ich bedanke angenehm. Mich auch. Und wir wünschen dir und deinem Unternehmen oder Unternehmungen natürlich vollen Erfolg, alles Gute für die Zukunft und bleib immer neugierig. Ja, geht nicht anders. Geht nicht anders. Muss so. So bleibt man zumindest geistig jung. Also tschüss in diesem Sinne. Ja, danke euch. War ein gutes Gespräch. Gute, schöne Fragen, schön vorbereitet, richtig angenehm. Gepflegte Unterhaltung, kann man nie anders ausdrücken. Danke. Ich danke euch. Ich danke euch. Mhm.